Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Straßenmeisterei-Simulator. Heute steht mal ein besonderer Auftrag an. Und worum es dabei geht, das werden wir jetzt gleich mal in Erfahrung bringen bei Cheffe im Büro. So, um den Auftrag Straße asphaltieren geht es nämlich heute. Und Cheffe sagt, der Zustand der Fahrbahn ist auf einem Abschnitt der Landstraße katastrophal. Der Bereich muss neu asphaltiert werden, also auf geht's. Spuren wir mal das volle Programm ab. Asphaltieren, planieren und markieren. Vergiss nicht, den Arbeitsbereich abzusperren, während du beschäftigt bist. Jetzt wird mal einen Schlag reingehauen. Sagt man das so unter Bauarbeitern? Ich weiß es nicht. Wir starten auf jeden Fall durch, begeben uns zu unserem Fahrzeug und dann heißt es reinhauen. Attacke Abfahrt. So, machen wir einmal schnell auf. Holen wir das Fahrzeug raus mit dem Warnleitsystem und dann können wir auch schon starten. Das Spiel kommt übrigens in Kürze raus. Ich glaube, am 7. April ist es soweit. Auf jeden Fall Anfang April kommt es dann für die Konsolen und für den PC. Kann auch jetzt schon vorbestellt werden. Also, wenn ihr euch das vorbestellen wollt, könnt ihr gerne mal in die Videobeschreibung schauen. Da habe ich euch alles verlinkt. Ich bin allerdings ein bisschen enttäuscht, denn weder das Rundumlicht, das können wir uns gleich noch anschauen, noch der Lenkrad-Support haben sich geändert, beziehungsweise wurden eingebaut. Also, man kann nach wie vor kein Lenkrad nutzen. Man kann natürlich ein Gamepad nutzen, also das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich spiele jetzt hier mit Tastatur. Ja, und die Rundumleuchte sieht immer noch ein bisschen unrealistisch aus, aber ich denke, wir können damit leben. So, und da müssen wir noch die letzte Bark hier schleppen. Und dann können wir auch schon durchstarten. Wäre eigentlich ganz nett gewesen, wenn das der Lehrling gestern schon gemacht hätte, ne? So vorladen. Damit Cheffe direkt hier durchstarten kann. Naja, man kriegt nichts geschenkt, ne? Gut, machen wir den Laden auf und dann setzen wir uns wieder ans Steuer und fahren zu unserem Einsatzort. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo der liegt. Das werden wir gleich rausfinden. Und auf dem Weg kann ich euch... Wobei, das erzähle ich euch, glaube ich, später. Ich hatte nämlich mal wieder eine kleine Begegnung mit der Straßenmeisterei. Ich meine, also, ich glaube, das kommt öfter vor. Vermutlich auf jeder längeren Autobahnfahrt. Aber seitdem ich hier den Straßenmeisterei-Simulator spiele, achte ich ein bisschen genauer drauf und finde das dann auch immer ganz interessant, was ich da so erlebe. Aber dazu später mehr. Ich habe nämlich ein bisschen was Dummes gemacht. aber da lag der Fehler bei mir. Nicht bei der Straßenmeisterei, das sei vielleicht schon mal vorweg gesagt. Und fahren Sie, fahren Sie, fahren Sie. Wartesimulator. Und ich habe mir natürlich auch eure Kommentare unter dem letzten Video durchgelesen und das war wieder ganz interessant, denn ihr habt ein paar Erfahrungsberichte aus der Praxis mit mir geteilt in den Kommentaren und darauf werde ich gleich noch ein bisschen eingehen. Das hat mich auf jeden Fall ja nicht nur weitergebildet, sondern wie gesagt auch sehr gefreut. Da war das sehr aktiv. So, ich glaube ja nach wie vor, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man wirklich mit so einem ausgeklappten Warnanhänger fährt oder Warnaufbau. Oder Warnleitsystem, wie es hier im Spiel heißt. Ich glaube, das klappt man ein, oder? Das ist doch viel zu hoch. Das sind doch mehr als 4 Meter, oder? Weiß es nicht. So. Wir blinken einmal und drehen hier vorne. Und die Jungs vom Freitag, die haben wir direkt alle stehen lassen, freundlicherweise. Dann parken wir mal unseren Hobel hier. Machen die Beleuchtung an, die Warneinrichtung. Und dann legen wir mal los. Machen wir erstmal hier vorne zu, dass wir hier keine Gefahr mehr haben. Zack. Und ja, dann müssen wir jetzt auf die andere Seite. Die fahren ja fleißig weiter. Aber sie hupen nicht. Das ist ja immerhin schon mal was, ne? Da habt ihr auch geschrieben, also es kommt wohl in der Realität gar nicht so oft vor. Also es gab zwei Sachen, die ihr bemängelt habt. Und zwar, dass man wohl in der Realität gar nicht so oft eine Schubkarre mitnimmt oder gar nicht so oft eine Schubkarre braucht. Ich kann mir vorstellen, dass die Entwickler das auch wissen, nur ich denke mal, dass es einfach zu aufwendig ist, im Spiel dann für alles immer einzeln zu gehen und deswegen haben sie es vermutlich eingebaut. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt in der Realität gar nicht so oft vorkommt. Und dann habt ihr noch geschrieben, dass man wohl in der Realität auch nicht ganz so oft wie im Spiel angehupt wird. Das kann ich mir vorstellen, also hier im Spiel ist natürlich teilweise schon extrem, haben wir in den letzten Folgen gesehen. Aber ich glaube, das kommt auch immer so ein bisschen auf die Gemütslage der Leute an, oder? Und vielleicht auch auf die Region. Ich weiß nicht. Vielleicht ist man in NRW, wo es vielleicht auch, also wenn es besonders viele Baustellen hintereinander gibt, das ist in NRW der Fall,
ist im Prinzip, also ganz NRW ist eigentlich eine Baustelle auf den Autobahnen. Wenn es viele Baustellen gibt, dann sind die Leute vielleicht ein bisschen gereizter oder so. Das weiß ich nicht. Aber ich denke mal, das ist immer so ein bisschen vom Ort und von der Tagesform abhängig der Leute, ne? An einem Tag hast du vielleicht besonders viel Hupen und dann an einem anderen vielleicht auch noch ein bisschen weniger. Und ich meine, Hupen sind ja noch das geringere Übel, wenn dann an dir viel zu schnell die Fahrzeuge vorbeirauschen, weil sie die Geschwindigkeitsbeschränkungen ignorieren. Das ist vermutlich noch ein bisschen problematischer. Da gab es auch irgendwann mal, ich weiß nicht, ob das Achtung Kontrolle oder irgendwie sowas war, also jedenfalls irgendeine Doku, irgendeine Reportage, wo irgendein Laster so ein Pöller oder ein Warnaufbau oder sowas auch mitgenommen hat. Der war auch zu flott unterwegs und ist zu weit rechts gefahren. Ja, und dann ist es passiert. Kannst du machen, kannst du nix. Übrigens, ich wundere mich eben, deswegen bin ich auch ein bisschen ins Stocken geraten. Ich wundere mich ein bisschen, ob man das so machen kann. Also ich glaube, da hatten die Jungs ganz schnell das Verlangen nach Feierabend. Denn das kommt mir doch ein bisschen scharfkantig vor hier, oder? Also ich habe das auf einer Landstraße noch nie gesehen und ich glaube, in der Stadt habe ich immer, also es gab da durchaus den Fall, dass die oberste Asphaltschicht mal weggefräst wurde, aber dann wurde immer so eine kleine Rampe sozusagen gebaut. Also dann wurde das nicht so gemacht wie jetzt hier, also dass das so scharfkantig sozusagen gefräst wird, sondern dann war hier immer noch so eine kleine, ja, so eine Rampe würde ich jetzt einfach mal in meiner Laiensprache sagen. Also das wurde immer so abgeflacht, sodass man da keine Schäden vom Reifen davon trägt. Ich meine, wenn man da langsam dran fährt, dann geht's vermutlich, ne? Aber hier sind ja auch keine Geschwindigkeitsbegrenzungen. Und wenn man da mit 100 durchdonnert, dann sage ich mal Reifen AD. Vielleicht kann das ein Reifen auch noch ab, ich weiß es nicht. Aber es wirkt mir auf jeden Fall relativ sportlich. So, jetzt sollen wir mit dem Fahrzeug zurück zu unserem Bauhof fahren, nehme ich mal an. Und dann fahren wir erstmals mit dem LKW-Kipper. Ich glaube, das ist auch der einzige Einsatz, wo der Kipper eingesetzt wird. Weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, es gibt sonst keinen Einsatz. Insofern bin ich sehr gespannt, wie er sich so macht und ob das Spaß macht. Komm, fahren Sie! Die Bremse... Achso, der wollte abbiegen. Nicht gesehen. Die bremsen hier aus Provokation. Weil sie mich nicht mögen oder so. So. Und dann sind wir wieder vorne an unserem Bauhof und wechseln das Fahrzeug. Ist natürlich auch schön, ne? Dass man hier direkt alles vorbereitet hat und nicht nur die ganzen Fahrzeuge schon rübergebracht hat, sondern auch noch direkt ein zusätzliches Fahrzeug dagelassen hat, damit ich dann ganz bequem zum Bauhof zurückfahren kann. So lobe ich mir das. Ich habe in den letzten Folgen, da wurde ich ein bisschen von euch korrigiert, habe ich mich gewundert, dass die Absperrungen so gemacht werden, wie sie jetzt hier im Spiel gemacht werden. Also das kam mir doch relativ aufwendig vor, das Prozedere. Aber das ist wohl auch in der Realität oft so, oder was heißt oft, da kommt es natürlich immer auf den Auftrag an, nehme ich mal an. Aber es ist nicht selten so, dass die Absperrung wohl länger dauert als der eigentliche Auftrag, weil es da ganz spezielle Vorschriften gibt. Also RSA oder sowas heißt das, ich weiß jetzt nicht, was es ausgeschrieben heißt. Aber da gibt es ganz spezielle Vorschriften, nachdem man eben die Absperrungen durchführen muss. Und das kann schon mal dauern, muss alles sicher sein. Macht sich ganz gut hier, ne? Sieht ganz schick aus, auch von innen. Leider ohne offizielle Lizenz, aber gut. Ist Mercedes, ne? Was willst du machen? Ach, der ist sogar schon beladen. Ah, der ist schon vorgeladen. Das ist ja herrlich. Das hat der Lehrling gemacht. Nicht die Absperrungen, sondern hier den Asphalt. Hallo. So, dann warten wir einmal. Der dampft auch noch. Haben sie gerade erst gemacht. Lassen sich hier ordentlich Zeit, ne? Aber gut, jetzt können wir. Das sind doch keine 70, die hier fahren, oder? 70 sind doch... Naja.
Wollen wir uns nicht beschweren. Die Zeit haben wir auch noch. Und dann geht das los. Dann starten wir durch mit dem Straßenbau. Ich freue mich da ehrlich gesagt schon ein bisschen drauf. Ich glaube, das ist auch so eine der spannenderen Aufgaben hier im Spiel. Weil das eben mit relativ vielen Fahrzeugen hier stattfindet. Und in meiner Zwischenzeit, in meiner Abwesenheit, wurde offensichtlich auch schon der ganze Tross hier vorbereitet. Sehr schön. So lobe ich mir das. Da kann ich mich dran gewöhnen. Ich will gar nicht mehr groß von der Seite wegfahren, sondern alles schon in Reih und Glied. So, dann machen wir mal hier unsere Rundumleuchten an und dann stellen wir uns hier auf den Platz. Und ich weiß jetzt nicht, wie genau das funktioniert. In der Realität ist es ja oft so, dass man ranfährt, öffnet und dann mit dem Asphaltierfahrzeug gleichzeitig sozusagen vorrückt. Also der lädt das, glaube ich, so beim Fahren oft so ab. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier funktioniert, aber erstmal müssen wir noch ein bisschen zurück. So, Handbremse rein. Dann kippen wir erstmal aus und ich glaube, wir machen komplett voll. Achso. Okay. War nicht schlecht. Gut. Achso, und dann müssen wir es jetzt hier einfach wegfahren, das Fahrzeug. Naja, dann wird das hier so gemacht. Geht vielleicht auf so einer kurzen Strecke, geht das vielleicht auch. Da reicht dann vielleicht der Speicher hier von dem Asphaltierfahrzeug. Ist übrigens sorry, dass ich nicht sicher bin in den Fachbegriffen. Ich habe ja sonst in meinem Alltag wenig damit zu tun. Ich gebe mir Mühe, aber selbst im Spiel scheint das nicht so ganz. Ah, ich glaube, wir müssen hinten drauf, ne? Ja, genau. Selbst im Spiel scheint das nicht so ganz richtig bezeichnet zu sein, denn in der letzten Folge habt ihr auch geschrieben, der Motorrüttler heißt, glaube ich, irgendwie Stampfer oder sowas habt ihr geschrieben. Oder vielleicht ist das auch umgangssprachlich, ich weiß es nicht. So, damit sind wir jetzt in dem Asphaltierfahrzeug. Und jetzt gehen wir mal nach außen, haben hier offensichtlich gerade schon mal alles gestartet und hochgefahren. Dann drücken wir die 8, lösen die Bremse. Oh, was ist da los? Mal einen kleinen Storno hier. Motorsound. So, okay. Und dann... Ah, wir fahren jetzt einfach nur geradeaus. Alles klar. Dann fahren wir jetzt einfach mal durch und bleiben gerade. Eigentlich muss das hier noch so von Rufen begleitet werden. Links, links, stopp! Sowas. Normalerweise stehen da ja immer viele Leute rum und achten ganz genau darauf, dass man eben gerade fährt. Und dass man da richtig asphaltiert, weil wenn das nicht vernünftig gemacht wird, dann kann man vermutlich nochmal von vorne anfangen, ne? Hier im Spiel nimmt man es da nicht ganz so genau. Aber schon eine spannende Maschine. Muss ich sagen. Aber ich dachte, das sei viel aufwendiger. Also, dass man da erstmal eine Grundierung macht. Oder also andere Elemente. Na Quatsch. So. Und. Hoch. Dass man da also erstmal Schotter aufbringt. Oder vermutlich auch erstmal Sand und so. Und dass man dann Schicht um Schicht das Ganze macht. Hier wirkt das jetzt relativ simpel. Aber ich weiß auch nicht, wie es auf der Landstraße gemacht wird. So, dann lassen wir den Kram hier stehen und machen einmal den Motor aus und gehen weiter zum nächsten Fahrzeug. Jetzt muss das Ganze festgemacht werden und angedrückt werden und ihr seht, das dampft noch, wurde gerade heiß aufgetragen und jetzt machen wir das ready zum Befahren mit der Walze. Relativ groß hier, ne? Hör mal. Kaum hast du den Motor an, springt dir die Walze hier vorne hoch. Müssen enorme Schwingungen vom V12 sein, oder was das hier ist. Weiß nicht, wie viel Tonnen so eine Walze wiegt, aber die ist ja genau deswegen
vermutlich gebaut worden, um sehr schwer zu sein. Deswegen wundert es mich, dass sie so hoch und runter wippt. So, können wir auch hier nochmal anmachen. Und dann... Es ist schnell hier. Aber man hat hier auch kein Tempomat, glaube ich. So. Und dann fahren wir nochmal zurück. Die ganzen geduldigen Autofahrer. Fahren Sie vorbei. Fahren Sie rückwärts. Drehen Sie. Das dauert hier noch ein bisschen. Ich weiß nicht wie lange, aber ich glaube nicht, dass man am gleichen Tag noch darüber fahren kann, oder? Hier im Spiel vermutlich schon. So, wo muss ich das abstellen? Ah, hier. Dann stellen wir das mal hier ans Maisfeld. Ja, die Motorsounds, die sind leider nicht so doll, ne? Da wäre noch ein bisschen mehr Feeling drin. Aber grundsätzlich macht mir das schon irgendwie Spaß hier, muss ich ja ehrlich sagen. Weil einfach die Maschinen so ungewohnt sind. Also ich meine, mir fällt jetzt kein Simulator an, wo man so viele unterschiedliche Maschinen so bedienen kann. Klar, ein bisschen was geht auch im Landwirtschaftssimulator, gerade im LS19 gibt es da viele Mods. Aber so richtig dafür konzipiert ist es ja eigentlich nicht. Deswegen ist es schon irgendwie eine interessante Sache. So. Dann haben wir. Ja. Auch wieder. So, nicht überholen, ne? Männer. Und dann geht das los. Müssen wir jetzt vermutlich wieder hier so fahren. Achso, ich dachte schon. Weil hier der Warnton kam, dachte ich schon, alles falsch. Aber wir sind noch hier auf der Linie. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Ne? Man sieht ja immer mal wieder, wenn da irgendwie so Zebrastreifen oder sowas markiert sind. Da sieht man dann danach oft so einen riesigen Farbklecks auf der Straße. Und ich weiß nicht genau, wie das passiert. Ob da irgendwas umgeworfen wurde oder ob da Autos durchgefahren sind, obwohl das noch nicht trocken war oder wie das passiert. Aber man sieht das immer wieder, dass dann irgendwie, ja, so ein riesen weißer Farbfleck auf der Straße ist. Unmittelbar nach irgendwelchen Bereichen, wo eben viel Farbe für den Verkehr aufgetragen wurde. So, machen wir auch aus. Und dann ist es auch schon fertig. Okay, das ging flott. Ich dachte, wir müssen jetzt hier noch ein bisschen warten oder zumindest bis zum nächsten Tag warten. Aber, lieber Autofahrer, es ist soweit. Wo mache ich jetzt als erstes auf? Ich mache das mal so, wie wir es hier aufgebaut haben. So baue ich das auch mal wieder ab. Ja, dann ging das sehr fix hier, ne? Also wenn es das schon war. Ich weiß nicht, ob wir dann später nochmal anrücken müssen. Aber wenn es das schon war. Fixer Auftrag. Aber so mit der spannendste Auftrag, würde ich sagen, hier im Spiel. Ach komm, machen wir hier auch. Können ja sowieso nicht weiterfahren. Er läuft zurück, die Schwein! So, können wir schon rein? Nee. Ach, schließe die Ladeklappen. Gucken wir, ob wir schon bis zum anderen Ende fahren können. Tatsächlich, können wir. Dann fahren wir mal schnell nach hinten und dann machen wir da auch auf. Man kann jetzt tatsächlich drüber fahren. Machen die Autos auch. Verrückt. Ja, ich weiß nicht, geht das so in der Realität? Also es gibt ja bestimmt irgendwelche Schnellverfahren, aber so schnell? Ich weiß es nicht. Aber gut, deswegen ist es ja vermutlich auch ein Spiel und nicht die Realität. So. Machen wir zu. Und dann aus. Und Abfahrt. Alright. Dann fahren wir wieder zurück zu unserem Bauhof.
Ich habe es am Anfang schon gesagt, ich hatte letztens mal wieder so eine kleine Begegnung mit der Straßenmeisterei und ich habe mich sehr geärgert, allerdings vor allen Dingen über mich selbst, denn ich hatte einen Termin, wo ich einfach pünktlich sein wollte und bin deswegen auch schon ein bisschen früher losgefahren. Und dann, kurz bevor ich abfahren musste, am Düsseldorfer Flughafen, da muss ich immer lang, hieß es dann, dass irgendwie ein Umweg berechnet oder eine alternative Route berechnet wird vom Navi, weil auf dem Stück, das ich da durchfahren musste, Stau ist. Oh, komm, fahren Sie. Ah, der biegt wieder ab, ne? So, nur aber. Da war also Stau und ich dachte mir, da war noch nie Stau. Am Düsseldorfer Flughafen habe ich noch nie Stau erlebt. Gibt's nicht, ich fahre trotzdem. Dann, habe ich das gemacht und dann gab es nochmal zwei andere Alternativrouten und die wurden immer alberner. Das sollte ich dann irgendwie nur für 500 Meter abfahren oder so. Und dann dachte ich mir, das kann es nicht sein. Ich fahre die gewohnte Route, so wie ich es immer gemacht habe, so wird es auch dieses Mal gemacht. Hab's also getan und habe mich dann prompt geärgert, denn es war tatsächlich Stau da. Und ich habe erst nicht so ganz verstanden, woran es gelegen hat, aber dann verschwand erst die linke Spur, dann die mittlere Spur und dann mussten sich alle Fahrzeuge auf die eine rechte Spur bei Geschwindigkeitsbegrenzung halt dann einordnen. Und Grund dafür waren so Überprüfungsarbeiten, nehme ich mal an, für eine Autobahnbrücke. Also das war in so einem Tunnel oder hat halt schon kurz vor dem Tunnel angefangen und in dem Tunnel hat man dann gesehen, wie da so ein Fahrzeug gefahren ist und die Leute waren da auf so einer Hebebühne und haben sich eben so ein paar Dinge an der Brücke angeschaut und ich habe mich so über mich selbst geärgert, weil ich dachte, ich sei schlauer als das Navi, aber es war natürlich eine katastrophale Fehleinschätzung. Aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es da eine Baustelle gibt, aber da habe ich mal wieder gesehen, wie weiträumig so eine Baustelle abgesperrt wird und das vermutlich auch aus gutem Grund, ne? Aber man sollte sich nicht immer schlauer fühlen als sein Navi. Das habe ich daraus mitgenommen. So, das war's vom Straßenmeisterei-Simulator. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Mission hier haltet. Ich fand die Mission selbst ganz interessant. Vermutlich weicht sie ein bisschen von der Realität ab. Nehme ich jetzt einfach mal an. Aber das werdet ihr mir vermutlich in den Kommentaren berichten. Wie gesagt, das Spiel kommt jetzt in Kürze raus. Könnt ihr euch gerne vorbestellen. Ich warne allerdings vor, so richtig viel hat sich seit den letzten Videos leider nicht mehr am Spiel getan. Ich glaube sogar so gut wie gar nichts. Also ihr hattet ja viele Vorschläge, was man noch so alles einbauen könnte. Das habe ich auch weitergeleitet, weil ich auch dachte, dass das dann vielleicht noch eingebaut werden kann. Aber so richtig viel ist da nicht mehr reingekommen. Das waren, glaube ich, vor allen Dingen Details. Naja, wie auch immer, ihr habt das Spiel gesehen. Vielleicht ist es ja was für euch, vielleicht auch nicht. Lasst mich das gern wissen. Meine Meinung zum Spiel werde ich dann vermutlich im nächsten Video nochmal mitteilen und ausführlich darlegen. Ich freue mich drauf. Danke euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen und nächstes Mal wieder reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.